Die Disney Channel Top 5. Heute mit den Top 5 Momenten aus Die Zauberer vom Waverly Place. Ja, wir sind es! Nummer 5. Juliette und Justin werden getrennt. Sie hatten das Problem ihrer unterschiedlichen Herkunft überwunden. Sie sind auch den Monsterjägern entkommen. Aber gegen eine gedankenkontrollierende Mumie... Ich liebe dich, Juliette. Ich liebe dich, Justin. ...konnte Justin leider nichts tun. Nummer 4. Alex und Mason werden ein Paar. Alex trifft Mason im Kunstunterricht und findet ihn süß, trotz seines seltsamen Kunstgeschmacks. Bereit für mein Hundebild? Am Anfang haben sie eine ganz normale Beziehung, bis sie erkennt, dass er ein Werwolf ist. Sowohl furchtbar romantisch, als auch furchtbar unheimlich. Dann wird alles komplizierter. Du hast ihnen gesagt, ich bin ein Werwolf? Aber auch viel interessanter. Nummer 3. Alex rettet Mason. Alle dachten, Mason wäre für immer weg. Aber Alex hatte immer die Hoffnung, ihn wiederzusehen. Als sie von einem mahlenden Wolf hört, du meine Güte, wird sie ihn sofort retten. Wir dürfen Mason nicht hier lassen. Wir können nichts tun, Alex. Sie schafft es. Und alles endet mit einem sehr romantischen Tanz. No matter what I do. Nummer 2. Die Russos retten die Welt. Schon wieder. Die Russos hatten schon viele coole Abenteuer. Leg dich nicht mit der Zauberin an. Aber in der dritten Staffel treffen sie auf den bösen Zauberer Gorok und seine Armee von Engeln der Finsternis. Das endet in einem epischen Duell von Gut gegen Böse. Nummer 1. Der Zauberwettstreit. Unglaublich, dass wir endlich hier sind. Sie hatten sich jahrelang darauf vorbereitet. Und im Serienfinale müssen die Russo-Geschwister gegeneinander antreten, um zu erfahren, wer der Familienzauberer sein darf. Heute finden wir es heraus. Wer von den Russos ist am Ende der letzte Zauberer von Dauer? Es ist ein Wettstreit voller überraschender Wendung und sehr emotionaler Momente. Das ist meine Familie. Das waren unsere Top 5. Was sind eure?